seid ihr im Physiozimmer. Jetzt seht ihr die Behandlungen, die jeden Tag stattfinden. Der Fabi ist heute, ja, weiß nicht, 8., 9. Patient von mir. Wir fangen früh an, nach dem Frühstück mit der ersten Behandlung, nach den Trainingseinheiten, zwischen den Trainingseinheiten und am Abend. Die letzten Tage haben wir jetzt so bis 11, halb 12 gearbeitet. Und ja, das Hauptaugenmerk sind die Beine halt durchkneten. Und Fabi sind jetzt immer die Füße. Ja. Und ja, die haben alle noch die Weinberge aus Franken in den Waden hängen. Wir haben auch Betreuer, die sich mal am Ball probiert haben und die können dann auch noch mal zwischendurch versorgt. Ja, das ist so unser Tagesablauf im Großen und Ganzen. An Behandlungsmaterial haben wir alles Mögliche dabei. Das geht von 600 Meter Tape über Gasofix und alle möglichen Salben in Variationen, um Prellungen und Schürfwunden zu behandeln. Haben wir auch Hustensaft dabei und Augentropfen. Nebenbei werden die Spieler auch manchmal mit unserem Elektrogerät da drüben behandelt. Und es ist einfach. Im Prinzip haben wir so ziemlich eine kleine Apotheke dabei. Hi, ich bin der David, Physiotherapeut. Ich unterstütze den Martin. Und ich bin jetzt vorläufig erstmal der erste Winterlotzugang. Gibt es denn einen Wunschkandidaten, den du hast, den du am liebsten behandelst? Ja, ein Chabo natürlich. Der ist auch ständig da? Der kommt ab und zu vorbei, ja. Ja, ich bin jetzt leider nicht so häufig da, aber... Wenn wir was brauchen, sind unsere beiden Physios immer für uns da und helfen uns, dass wir den nächsten Tag wieder gut überstehen können. Ja, ich bin jetzt das zweite Mal im Trainingslager hier und ich lasse mich im Moment massieren, weil es einfach zur Unterstützung in der Regeneration ist, dass wir jeden Tag 100% geben können und immer fit sind.